Hallöchen, meine Freunde, willkommen zu meinem ersten Tutorial. Mein Gott, der Ali macht Tutorials. Seit wann? Und wer ist denn der Spaß, fragt ihr euch? Das zeige ich euch gleich. Und zwar werde ich euch heute vorstellen den Citizens Mod für das Admin Tool Bucket. Und Bucket könnte man sagen, ist das neue Age Mod. Und wie man das Ganze installiert, das werde ich euch jetzt nicht erklären. Das müsst ihr selber rausfinden. Wenn ihr wollt, kann ich euch ein paar Links in die Beschreibung tun, die euch helfen werden, das zu installieren. Aber in dem Video geht es jetzt hauptsächlich darum, zu zeigen, wie man das anwendet, nachdem man es installiert hat. Und es wird langsam dunkel, deswegen würde ich sagen, gehen wir schnell ins Dorf. Go, go, go! So. Und jetzt will ich euch zeigen, wie man NPCs kreiert. Ihr öffnet die Konsole. / NPC create. Und jetzt kommt der Name. Dönerbuden Ali, sagen wir einfach mal. So. Und damit hätten wir Dönerbuden Ali kreiert. Er sieht zwar nicht aus wie Dönerbuden Ali, aber er ist Dönerbuden Ali. So, und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, dass du eine andere Schriftfarbe bekommen sollst. Deswegen gebe ich einen NPC Color, dann dieses Unzeichen, das ist ganz besonders wichtig. Und ja, 4. Und jetzt bist du rot. Mein Gott, du bist gefährlich. Ja, gut. Dönerbuden Ali soll auch sprechen können, genau wie die anderen NPCs, die hier rumlaufen. Und das funktioniert ganz leicht. Also normalerweise benutzt man ein Buch, um ihn anzusprechen, aber das braucht man nicht unbedingt. Man kann zum Beispiel eingeben NPC Talk Close. So, und immer wenn wir uns Dönerbuden Ali nähern, sagt er was. Good weather today. Oh ja, total gutes Wetter. Das war ganz besonders witzig. Gut. Ja, er sagt die Standardsachen, aber den Text können wir ändern, indem wir einfach eingeben NPC at Scheißwetter. Punkt. So, und wenn wir uns ihm nähern, dann sagt er Scheißwetterpunkt. Er kann aber auch noch andere Sachen sagen, wie zum Beispiel ich geb dir Beule, ne? Dönerbuden Ali. Und jetzt sagt er Scheißwetter und ich geb dir Beule. So, und jetzt können wir Dönerbuden Ali auch eine Berufung geben, indem wir eingeben Toggle Trader. Und ja, jetzt können wir bei ihm Sachen stocken. Und es gibt auch noch andere Sachen außer Trader. Es gibt zum Beispiel auch Guard. Dieser Spasti hier ist zum Beispiel mein Guard und der beschützt mich. Es gibt noch Wizards, Blacksmith und Healer, was auch besonders cool ist. Jo, aber wir machen mal deine Berufe weg. Du bist arbeitslos, toggle Trader. So, und jetzt kommt das Interessante an der ganzen Sache. Wir können ihm, ja, einen Weg geben, sozusagen. Also wir können sagen, ja, das soll hier einmal um den Kreis laufen. Und das machen wir, indem wir NPC Path eingeben und die Waypoints bestimmen. 1, 2, na, jetzt sind wir schon bei 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh Gott. Irgendwie habe ich das jetzt mehrmals gemacht, aber das macht nichts. Ist nicht schlimm. Und jetzt sollte er eigentlich im Kreis laufen. Wir probieren es mal. NPC Path. So. Und Dönerbuden Ali läuft im Kreis. Ist das nicht geil? Und ja, auf diese Art und Weise habe ich ein ganzes Dorf beschmückt. Aber jetzt will ich Dönerbuden Ali erstmal entfernen. Moment. Und das mache ich, indem ich NPC eingebe und dann einfach auf Remove. Dönerbuden Ali. Und Dönerbuden Ali disappeared. Ich habe ihn ausgelöscht. So. Hallo Hundi, was macht das Schaf da? Nee, wie dem auch sei. Okay, ich zeige euch jetzt das Dorf. Dort habe ich ganz viele NPCs platziert, aber auch hier laufen NPCs rum. Wie zum Beispiel der liebe Bob. Hallo Bob. Hallo, na? Na, wie geht's dir? Aber er sagt noch andere Sachen. Er sagt noch, Notch soll angeblich irgendwo im Dorf sein. Okay. Wer es nicht weiß, Notch ist der Creator of Minecraft, er hat das Ganze erfunden. Und er soll irgendwo hier im Dorf sein. Schauen wir mal. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier Domi. Gestern war noch niemand hier. Ja, das ist, weil ich die NPCs erst heute platziert habe. Okay, und hier ist der Blacksmith. Wie das Ganze funktioniert mit dem Blacksmith, das weiß ich leider nicht. Da steht immer, you didn't have enough to repair your diamond spare in dem Fall. Spade. Und hier haben wir wieder Domi. Gestern war noch niemand hier. Oh, ich habe das Tier vergessen. Egal. Okay, und hier ist kostenlose Heilung. Ja, und der heilt mich tatsächlich. Hallo, na? You are fully healed. So, und dann haben wir hier noch kostenlose Zauberei. Den Wizard habe ich versehentlich entfernt in der Testaufnahme. Eigentlich steht da einer. Und da werde ich auch später nochmal einfügen. Wir schauen uns hier ein bisschen im Dorf um. Es lag gerade ein bisschen, aber das macht nichts. Das kann auch unter anderem wegen dem Regen liegen. Ah, es hat aufgehört. Yay! Gut, und Notch befindet sich da oben. Hallo, Van Hohenheim. Da ist er. Und er sagt, hope you like my game. Natürlich mag ich dein Spiel, sonst würde ich es nicht spielen. Und er hat auch tatsächlich den Skin von Notch. Aber das liegt an den Namen. Das heißt, wenn er irgendwo draußen jetzt zum Beispiel
ein Typ namens Alphonse ist. Und er benutzt einen Piratenskin. Und ich habe einen NPC, der Alphonse heißt. Dann übernimmt er automatisch den Piratenskin, seht ihr? Ist interessant. Und hier läuft auch Edward rum. Oh mein Gott, was ist das denn nur für eine Anspielung? Wer weiß? Ach, jeder, der FMA kennt. Oh mein Gott, ein Zombie. Bam! In your face. Und irgendwie hast du mich nicht beschützt. Wie kannst du nur? Ja, und das war eigentlich schon alles, was ich euch zeigen wollte. Hier steht noch ein Typ rum. Der Schienenweg führt nach Desert Forest. Das ist schön. Ja, ich habe einen endlos langen Schienenweg gebastelt. Vielleicht kann ich euch den irgendwann noch zeigen. Und dieses Gebäude hier hat meine Freundin gebaut. Ja, meine Freundin suchte das auch, genau wie ich. Und das Dorf war hier schon, nur habe ich das ein bisschen verschönert. Und hier laufen ganz viele NPCs rum. Und es sieht lebhaft aus. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das funktioniert bei euch, der Plugin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.